Mit Rambazamba durch die Gamerwelt. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin's wieder, euer Tom Thompson, hier bei Let's Play Today. Und wir haben endlich, oder ich habe endlich, ein neues Mikrofon. Und das klingt wirklich richtig sauber. Ihr könnt euch jetzt auf jeden Fall immer darauf freuen, so eine qualitativ hochwertigen Videos zu bekommen. Die Qualität der Videos allgemein ist ja seit neuestem sowieso schon sehr gut. Jetzt habe ich noch das Mikrofon mir bestellt und es ist jetzt auch top. Also es klingt auf jeden Fall Hammer. Ich kann da nichts anderes zu sagen, weil ich habe es mir vorher einige Male angehört, habe es immer mal ein bisschen angepasst. Und was war noch? Ach so, genau. Und es werden in Zukunft auch immer kleine Trailer bzw. Intros kommen zu den Videos. Also ich hänge mich da richtig rein. Und ja, zu dieser Folge werden wir jetzt auch, wir sind alleine. Es ist leider kein anderer da gerade, denn die haben gerade noch ein bisschen was zu tun. Und wir spielen einfach weiter. Und ich habe mir überlegt, dass mir die Folge, weil ja eh keiner da ist, und ich habe ehrlich gesagt keine Lust, jetzt was zu bauen, denn wir haben echt die letzten 20, 25 Folgen, ich weiß nicht, wie viele es waren oder sind, haben wir so viel gebaut, wenn wir mal da runter gucken. Wir haben da echt Ställe gebaut. Ja, da ist dieser hässliche Brunnen, den ich gebaut habe, der mir ehrlich gesagt auch gar nicht gefällt. Und da habe ich mir überlegt, wir gehen einfach mal ein bisschen rumjungeln und mal ein bisschen entdecken. Wird vielleicht gar nicht so cool werden alleine. Ich möchte mir mal... wir brauchen Wolle. Genau, dreimal Wolle. Und guck mal, ich habe die Enderperle. Habe ich besorgt. Habe ich zweimal in der Testaufnahme den Enderman erlegt. Finde ich echt cool. So, das gehört ja eigentlich gar nicht rein, der Pfeil. Und so, ja, wir legen mal alles ab, was wir jetzt vom Bauen dabei hatten. So, hier kommt Essen rein. Das können wir eigentlich zusammenlegen. Das sollte man eh nicht essen, das verrottete Fleisch, weil da vergiftet man sich. So. Ich nehme mal das hier noch mit. Werden wir brauchen, wenn wir jetzt auf Streife gehen. So, meine Diamant-Werkzeuge behalte ich natürlich. Die lasse ich bei mir. So, dann legen wir mal das Steinzeugs ab. Nee, so. Also hier kommt alles rein, was mit Erde zu tun hat. Also sprich Sand, Erde, Stein, Lehm. Entschuldigung. Und die Wolle kommt... Achso, nee, die Wolle brauche ich ja noch. Ich wollte mir dann noch ein Bett bauen. Hier kommt Grünzeug rein. Hier ist alles, was mit Holz zu tun hat. Aber wir haben hier noch Stein dabei. Ah, warte mal. So, das muss auch noch weg. So. Dann haben wir hier noch die Samen. Ja, da wollte ich gestern noch ein bisschen was anpflanzen. So. Das Metall, das Eisen können wir auch wegtun. Nur den Eimer können wir eigentlich mit hier reinschmeißen. So. Das Eisen kommt hier rein. Alles säuberlich geordnet hier bei uns. So, was haben wir da? Da sind hier so Metallwaffen und Metallwerkzeuge. So, da ist eine Goldrüstung, die total sinnlos ist, habe ich mir sagen lassen. Die einfach mal gar nichts bringt. Warum ist hier Metall? Warum ist hier eine Eisenwaffe drin? Hm. Ja, okay. Egal. So, da ist Glas drin. Rüstungen. Und wir brauchen...
Genau, noch zweimal Holz. So, dreimal meine ich. Dreimal Holz. So. Nehmen wir uns ein Bett mit auf die Reise. Zack. Die Wolle tun wir auch wieder rein. Mir geht gerade die Stimme weg, Entschuldigung. So. Zack, das sollte so passen. Legen wir uns kurz schlafen. Okay, jetzt wird's hell. So. Haben wir denn da unten noch ein paar Monster oder so? Da ist ein Creeper. Okay. Muss noch mal da unten an die Truhe. Guckt euch das mal an, was wir hier schon erbaut haben. Das ist schon echt sehr krass. Hier ist das Haus von Michi übrigens noch. Ist auch sehr schön gebaut, ist auf jeden Fall. Und ja, hier die Brücke mit der Sitzecke. Da drüben ist ein Creeper, der soll sich mal verpissen. Ich habe keinen Bock, dass der mir hier meinen Scheiß kaputt macht. Der sieht mich, oder? Der sieht mich. Ich sehe ihn. So war das gemacht. So, ja, ich wollte hier unten nochmal an die Truhe ran, denn da haben wir auch noch ein bisschen was, ich glaube, an Essen reingelegt, muss ich jetzt mal schauen, ja, das ist alles nicht fertig, das ist alles nicht gebraten, okay, wartet mal, ich nehme das hier mal noch mit, das ist gerade so unübersichtlich, ich sehe jedenfalls nichts Fertiges, so, da haben wir hier, haben wir ja Zeug drinne. Das nehmen wir kurz raus. Na. So, das tue ich hier mit rein. Dann warten wir kurz, bis unser Fleisch fertig ist. Ich zeige euch nochmal kurz hier, was ich hier so gemacht habe. Hier wächst unsere Gerste, unser Weizen. So. Da drüben wollen wir übrigens einen Turm bauen. Ein Leuchtturm. Da werden wir uns dann auch rote Wolle besorgen und sowas. Und weiße Wolle werden wir dafür sehr viel brauchen, auf jeden Fall. Apropos weiße Wolle, wenn wir jetzt auf Reisen gehen, kann ich doch direkt... Ah, die Scheren sind oben. Hier ist kein Holz mehr drin, ne? Wartet mal. Zack. So, da hole ich mal die Scheren von oben. Während hier mein Essen brät. Ja, hier sind wir übrigens auch noch nicht ganz fertig. Das wird dann noch fertiggestellt. Aber ich will nicht die ganze Zeit nur am Bauen sein. Deswegen denke ich, wäre so eine Erkundungstour mal ganz nett. Ich habe auch eine Umfrage gestartet auf Twitter. Da heiße ich Let's Play Today 89. Ja, erkennt mich an meinen Namen auf jeden Fall und an meinem Bild. Und dann könnt ihr auswählen in der Umfrage, ob wir weiter bauen sollen. Ob wir Bergbau betreiben sollen. Oder ob wir denn nicht... Was hatte ich denn noch drin? Ach so, genau, Abenteuer und Reisen sozusagen. Bis jetzt...
Sieht so aus, als ob es in den Bergbau geht. Es ist aber nur eine Stimme, weil ich auf Twitter erst gestern den Account gemacht habe. So, wenn ihr die Folge seht, da ich schon so viel vorproduziert habe, ist das schon länger her, auf jeden Fall. Aber mal sehen, wenn das dann alles aktuell ist, werde ich dann das auch aktuell betreiben. Im Grunde genommen wählen da jetzt eigentlich bloß die Insider. Also die genau wissen, wann ich aufnehme und welche Folge ich gerade mache, im Endeffekt. Deswegen bringt das gerade noch nicht so viel für euch. Aber ich hoffe ja, dass ich sehr schnell viele Follower bekomme. Wie gesagt, geht auf Twitter, Let's Play Today 89. Und dann erkennt ihr mich an dem Bild mit dem Logitech-Headset auf. Sollte soweit passen. So. Wo wollen wir hin? Ich habe festgestellt, wir müssten mal ein Dorf finden. Ich hätte mir vielleicht ein Boot bauen sollen. Ein Boot wäre jetzt ziemlich gut gewesen, auf jeden Fall. So, mir macht das Reden auch viel mehr Spaß jetzt mit dem neuen Mikro, weil es einfach nur viel, viel besser ist. So, und wir brauchen auch Zuckerrohr. Brauchen wir einiges. Das werden wir uns mitnehmen. Und mal schauen, vielleicht finden wir ja irgendwas. Da vorne ist, glaube ich, was gewesen. Ich weiß es nicht. So, Zuckerrohr. Das sieht man, das Baumhaus, das ist so heftig. Das sieht man von echt von überall. Also nicht von überall, das wäre jetzt gelogen, aber guck mal, man sieht es immer noch. So, wo war denn das andere? Da ist noch was. Nehmen wir uns alles mit. So, das sollte auch reichen. Aus dem ganz einfachen Grund, wir pflanzen ja immer bloß ein Setzling an von dem Zuckerrohr. Das wird dann drei hoch und dann können wir immer von oben absensen, von oben abbauen. So, ich bin gespannt, ob wir hier irgendwo Dörfer finden. Wir müssen ja Dörfer finden im Endeffekt. Ich glaube, jetzt ist es weg. Guck mal, da vorne ist einer. Ist das eine Hexe oder ist das ein Typ? Das ist ein Typ. Jawohl, hier ist ein Dorf. Wahnsinn. Wir haben es schon gefunden. Ja doch, es ist immer noch zu sehen. Richtig krass. Richtig krass. So, und ich bin ja aus dem Grund, warum ich jetzt hierher gehe, das ist einfach aus dem Grund, da ich hoffe, dass die hier was angepflanzt haben. Sollten sie eigentlich. Sie müssen was angepflanzt haben. Weil sonst wäre das echt kacke. Aber das ist hier so verwuchert. Das sieht mir glatt danach aus, als ob die hier gar nichts haben. Hey Leute, Alter. Habt ihr keine Felder, Mann? Was denn das hier? Guck mal an. Brunnen. Boah, die haben Bücher, Alter. Kann man da was gucken? Sieht nicht so aus. Eine Crafting Box. Noch eine Crafting Box. Bauen die eigentlich, sind die selbstständig und bauen einfach weiter, so wie es geht? So, guck mal. Jawohl, wir haben hier Apfel. Den nehmen wir mit. Ein Sattel, Alter. Ich geh krachen. Entschuldigung. Wir haben einen Sattel, Leute. Das heißt, wir können uns ein Pferd nehmen. Wir können reiten. Wie geil ist das denn? So, haben die hier keine Felder? Die haben hier tatsächlich keine Felder, Leute.
Das ist richtig ärgerlich. Das ärgert mich übelst, dass hier keine Felder stehen. So, es sind ja mehrere Dörfer hier. Finde ich denn jetzt überhaupt noch zurück? Okay, da drüben steht unser Baumhaus, so wie es aussieht. Ja, ich glaube, der braune Fleck da, das braune braune Fleckchen da. Okay, da finden wir locker zurück. Das ist kein Problem. Wir machen uns auf die Suche nach einem Dorf. Am besten ein Dorf, wo natürlich auch sagt schon, Felder sind. So, hier sind ein Haufen Wölfe. Die sind natürlich friedlich, die machen nichts. Ah, wartet mal. Habe ich fast vergessen. Schnipp, schnapp. Ja, übrigens mit der Schere bekommt man viel mehr Wolle oder teilweise mehr Wolle raus, als wenn man die jetzt schlachtet oder direkt abmurkst. Ich glaube, es wird dunkel. Gehen wir mal schnell schlafen. So. Wir tun das mal hier so. Die Wolle auch. Das Zuckerrohr. Das Ei. Das Brot können wir hier rein tun. So, und ich will definitiv nicht sterben, da haben wir jetzt den Sattel. Okay, wartet mal. Sehen wir jetzt auf der... Wo ist meine Karte? Ich habe meine Karte weggeschmissen. Nein. Ernsthaft? Ohne Scheiß, Leute. Ich habe meine Karte weggeschmissen. Wie scheiße. Das kann nicht sein. Warum ist hier eine Crafting Box? Ich habe meine Karte weggeschmissen. Mal ohne Flachs. Fuck. Das ist gar nicht cool. Ich habe doch hier gerade einen Tintenfisch gesehen. Habe ich die zufälligerweise ausgetauscht? Das war ein Hase. Das ist ein Pilz. So, seht ihr was? Ich sehe nichts. Habe ich die zufälligerweise ausgetauscht, als ich den Sattel da mitgenommen habe? Wenn nicht, muss ich tatsächlich wieder zurückgehen. Wartet mal. Ich habe irgendwo hier oben gestanden und habe geschaut. Da ist er doch. Das war mir klar. So. Sorry für die Unterbrechung. In der Richtung liegt unser Baumhaus. Wir gehen auch in die Richtung. Weil die Folge ist eh fast zu Ende. Wir erkunden noch ein bisschen hier in die Richtung so. Ja, da ist es doch. Okay, wir sind jetzt noch nicht weit gekommen, also müsst es mir ein bisschen verzeihen. Hier ist eine Höhle. Und da ist auch eine. Das wird wahrscheinlich ein und dieselbe sein.
Wenn ich jetzt noch nicht so weit gekommen bin, die Runde, dann tut's mir leid, aber ich möchte mir das Pferd mitnehmen. Ohne Scheiß. Kann ich das Pferd mit einem Apfel anlocken? Geht das? Komm mal her hier. Hier? Guck mal, wir sitzen schon drauf. Komm mal her hier. Wie war denn das? Wenn man nichts in der Hand hat? Oh, sorry. Komm. Ich weiß, das geht. Wie war denn das? Wie war das? Ah, da haben wir es doch. Jawohl, Leute. Wie geil. Sind wir auch viel schneller unterwegs. Viel, viel schneller. So. Ach so, okay, das springt von alleine hier. So, es soll natürlich nicht drauf gehen. So. Ja, Hammer. Es ist echt Hammer. So. Kommt das nicht hier rein? Okay, sorry, Pferdchen. Kann ich das irgendwie anbinden? Weil wir brauchen Seil. Wir brauchen irgendwie Seil und steig mal ab hier. Wir müssen mal schnell. Wir müssen mal schnell was bauen. Ich habe keinen Bock, dass es wegrennt. Oder. Ich nehme den Sattel erstmal weg. Geht das nicht mehr? Es geht nicht mehr. Ich krieg das Getier leider nicht. Kriegt das Tier leider nicht hier rein. So, das Schwein wollte abhauen. So, warte mal. Ich muss irgendwie mal schnell was bauen. Ich bleibe einfach auf dem Tier sitzen bis zur nächsten Folge dann. So, gucken wir auf unsere Karte. So, jetzt haben wir das auch verbunden. Was ist der rote Punkt da? Was bedeutet das? Da möchte ich jetzt nochmal schnell hin. Roter Punkt kann ja nichts Schlechtes bedeuten. Was bedeutet das? Was ist ein Dungeon, so wie es aussieht? Okay. Hier ist Lava. Ja, dann werden wir in der nächsten Folge dann, wenn die anderen da sind, auch zu dritt erkunden. Oh Gott. Kommen wir nicht mehr raus, oder? Doch. So, da werden wir dann auch zu dritt erkunden. Ich wollte bloß mal schon mal ein Stück gehen. Schauen, wie das so ist.
Ich habe endlich ein Pferd, Alter. Das freut mich übel. Das freut mich richtig. Wir kriegen es leider nicht hier unten rein. Was mich gerade ein bisschen ärgert. Und hier kriegen wir es auch nicht rein. Guck mal, hier können wir durch. Scheiße, auch nicht. Ja. Dann müssen wir erstmal auf dem Pferd ausharren. Ich muss danach mal den Michi fragen, wie sich das mit Pferden verhält, wenn man die gesattelt hat, ob die einen dann gehören und wirklich da bleiben. Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe ja, dass das jetzt meins ist. Denn Sattel sind, glaube ich, ziemlich selten. Ich weiß es nicht. Das war jetzt echtes Glück, dass ich den Sattel gefunden habe. Das freut mich übel. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie mich das gerade freut, dass ich diesen Sattel habe. Und dass ich ein Pferd habe. Das ist einfach nur Hammer. Ja, das Pferd, das dreht sich auch zu mir. Ich glaube, das gehört auch mir. Aber ich bleibe trotzdem mal drauf sitzen. Werde an dieser Stelle abspeichern. Werde mich einfach nachher übel freuen, dass ich das Pferd habe. Und ja, schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt Rambazamba durch die Gamerwelt. Ich hoffe, die Qualität ist jetzt endlich perfekt und ihr magt es auch, so wie es jetzt ist. Schaltet wieder ein, lasst ein Like da oder ein Abo wäre echt nett und schaut weiter zu. Bis dann, ciao.